Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zur Gruselstunde von Diablo 1. Ja, wir sind ja gut dabei, haben jetzt mittlerweile fast das erste Viertel abgeschlossen. Also die ersten vier Ebenen. Sind jetzt in der letzten Aufnahme, am Schluss der letzten Aufnahmesession in die Stadt zurückgekehrt, als wir die Abkürzung auf Ebene 5 freigeschalten haben. Hello, my friend. Stay a while and listen. Und ja, was ich gerade gucken wollte, wir haben ja die Quest Garbard Tweak. Please, no hurt, no kill. Keep alive and next time good bring to you. Und scheinbar Hello, wollen my die friend. Leute Stay a while and listen. nicht über Garbard reden. Ist wahrscheinlich auch besser so. Identifizieren wir erstmal alles, was wir so haben. Gucken wir mal, das einzige Interessante wäre das Cape. Vulnerable Cape, minus 77% Armor, also ein verfluchtes Cape. Und ja, solche Sachen gibt es auch hier in dem Spiel. Wow, what can I do for you? So, also. Decreased Durability hat ein Durability, der klappt, deswegen ist auch nur eins wert. Eine Axt. Ja, wollen wir das Schwert verkaufen? Ja, weil wir es nicht benutzen können und auch keinen Fernkampf benutzen können. So, da gucken wir mal, was er so hat. Armor of Might, Topaz Armor, Resist All. Und ein Schild. Okay, er hat nichts Besonderes. Und ja, unser Inventory ist jetzt schon mal wieder ziemlich leer. Haben auf jeden Fall Zeug, was wir hier abwerfen können. Sehr Gold Pieces. Eines Call of Town Portal, die sollten wir allerdings hier abseits abwerfen. Weil es reicht, wenn wir einen im Inventory haben. Die Identify Scrolls können wir behalten. Ja, und die Potion noch rauswerfen. So. Und dann zu Adria. Die Sachen verkaufen. Und dann können wir uns mal auf den Weg zurück zu Garbad machen. Damit wir gucken, ob er was für uns hat. I sense a soul in search of answers. Ja, Squad of Flesh. Potion of Mana. Potion of Mana. Noch eine Potion of Mana. Und das war's dann auch schon. Ja, wir haben wieder ein aufgeräumtes Inventory. Da kommen wir in die Katakomben. Und da war auch unser Weg gleich wieder nach oben. So, erstmal zurück zu Garbard, der war hier hin. Something for you, I am making. Again, not kill Garbad. Live and give good. You take this as proof I keep word. Ja. Book of Holy Bolt. Das bringt uns ja so viel. Auch wenn wir es benutzen könnten. Aber wenn, dann hätte ich gern Book of Healing oder so. Oder halt Book of Top Portal. So, das heißt, wir clearen mal Level 4. Oh, die war trapped. Okay, mal gucken. Hier waren wir fertig, so wie es aussieht. Also ist ja jetzt schon wieder eine Woche her, dass ich gespielt habe. Hier oben waren wir noch nicht fertig. Also hier oben gehen wir als nächstes mal lang.
Potion of Healing ist immer gut, mehr zu haben. Flash Clan wiederum ist nicht ganz so toll. Vor allem, wenn sie mich swarmen. So, Large Eggs, die ist weiß. Die brauchen wir also nicht. Healing Potion ist immer nice. Small Chest. Noch eine Small Chest. Noch eine Potion of Healing. Keiner zu Hause, okay. Und hier ist auch nichts. Also ja, die Axt, die lassen wir liegen, brauchen wir nicht. Wir können entweder hier weiter oder gucken wir uns erstmal hier der Ecke um. High Horror. Und noch mehr Flash-Clans. Ja, die zu treffen, wenn sie dagegen drücken sind, ist immer schwierig. Warum machst du dich direkt von meiner... Ach so, weil ich ihn angeguckt habe. Ja, die Hidden sind halt nur dann Hidden, wenn ich sie nicht angucke. Noch jemand zu Hause? Nein. Okay. Ist auch nichts versteckt hier. Hier auch nicht. Die Sarkophage habe ich noch nicht aufgemacht. Da kommt mir ein Horror entgegen. Leere Kiste. Okay. Oh. Burning Dead Captain. Short Sword, was nichts bringt. Charge Bolt. Firebolt. Also ja, Bücher. Ja, wir haben echt Glück, dass die meisten Gegner schnell sterben. Ja. Ah, ja. Noch. Und dass wir halt Fernkampf haben. Die Flammen dürften uns, glaube ich, keinen Schaden machen. Weil wir nicht in sie rein... Doch, machen sie. Da hatte ich mich geirrt. Aber war, glaube ich, viel. Ah, eine Mana-Potion. Ist eigentlich nichts wert. Also, na doch, nehmen wir sie mit. Falls wir mal ein Mana-Shield kriegen sollten, dann wäre es praktisch. So wie das hier gerade wieder praktisch ist. Oh, die Tür war gesichert. Ja, ein Hunter's Bow. Die waren nicht besonders. 2 bis 5. 1 bis 5, aber plus auf Dexterity.
So, damit haben wir Ebene 4 ganz schnell geklärt. Und haben jetzt wirklich ein Viertel abgeschlossen. Wobei es ab jetzt nur schlimmer werden wird. Oh, da habe ich den Sackpack übersehen. Also ja, vor allem das dritte Gebiet. Also jetzt sind wir ja im Dungeon, beziehungsweise halt in der Kathedrale. Immer noch. Date liegt darum. Nothing yet. Almost done. Very powerful. Very strong. Live, live. No pain. And promise I keep. Nothing yet. Okay. Er hat noch nichts weiteres für uns. Weil es ist noch nicht fertig. Please. No hurt. No kill. Keep alive. And next time good. Das heißt, wir können uns jetzt erst einmal auf der nächsten Ebene etwas umsehen. Dann nochmal zurückkommen. Wir können ja jederzeit die Abkürzung nehmen. Also wenn wir das nächste Mal in die Stadt gehen. So, Musik hat sich geändert. Aber hier sind auch wieder Hidden unterwegs. Aha. Jo, und da sieht man, wir haben... Oh, viel garstiges Zeug an den Hacken. Ja, man merkt, der Schwierigkeitsgrad hat etwas angezogen. So, hat noch jemand nicht. Infravision. Okay. Und Taubportal. Infravision können wir nicht benutzen. Habe ich nicht gerade? Achso. Nein, in den Slot packen, bitte. So, sicherheitshalber mal Games helfen, weil wir haben gemerkt, es wird schwieriger. Hab dich gesehen. Book of Telekinesis. Ja. Auch gut. Oh, Horned Demons. Und ein Level Up für uns. Ja, die bewachen da. Was? Level Up für uns heißt mehr Dexterity. Für mehr Schaden und mehr Rüstung. Book of Blood. Ah. Pedestal of Blood. And so locked beyond the gateway of blood and past the hall of fire. Valor awaits for the hero of light to awaken. Ja, neue Quest, nämlich Valor. And so locked beyond the gateway of blood and past the hall of fire. Ja, dafür müssten wir das hier machen. Das behalten wir uns aber noch in der Hinterhand. Fürs Erste. Wailer ist auf jeden Fall ein mächtiger Gegenstand gewesen. Ich weiß noch nicht mehr, für was er... Ice Stone Clan. Für was er genau Wailer war. Ich glaube, es war eine Rüstung. Eine ziemlich mächtige Rüstung sogar.
Ja, ich gebe zu, es ist schon lange her, dass ich Diablo 1 gespielt habe. Ich kenne auch nicht mehr alle Quests. Hundertprozentig auswendig. Ein Spike Club. Ist nett. Okay, down to Level 6 schon. Nee. Wir können erst hier oben reingucken. Ich wollte eigentlich sagen, das sieht nach einem kleinen Raum aus, aber da hinten geht es ja weiter. Ansonsten können wir nur den langen Gang entlang gehen. Ah ne, gucken wir erstmal hier. Dann gehen wir zurück wieder zu Garbad. Weil wir eher da zurückgekommen. Oh, großer Raum ist nie schön. Großer Lehrerraum ist merkwürdig. Archon ist nichts wert, wirklich. Ja, Magic Rock. Das ist der, den Griswold will. This must be what Griswold wanted. Ja, hat unser Charakter jetzt auch gerade bestätigt. Das ist das, was Griswold will. Ich muss öfter wieder auf den Text und bei den Kisten achten. Bei den Kisten, wo nichts ist, achte ich nicht drauf. Und bei den Kisten, wo was ist, achte ich nicht drauf. Ja. Also die Kisten, die Fallen haben, das verpeile ich dann irgendwie immer. Die Kisten, die keine Fallen haben, auf der anderen Seite ist auf jeden Fall noch mehr als genug. Ich wollte gerade sagen, ich bin echt verwundert, dass es so leer ist, aber... Da kommen sie aus ihren Löchern gekrochen. Die Viecher sind halt nervig und natürlich die Fernkämpfer. Ja, ich hab dich gehört. Aha. Wow. Au, 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 au. Das könnte jetzt ungemütlich werden. Oh Gott. Immer einen Engpass suchen. Und die können sich porten, so wie es aussieht. Gut, sie sind alle tot. So, mal kurz die Map wegmachen und gucken. Now where would I put this? Oh. Habe ich jetzt Platz? Nein. Wo habe ich jetzt das hin? Schmissen dahin. Oh ja, und wir müssen auch Zeug reparieren. Das habe ich komplett verpeilt. Also ja, back to town. Thank you.